Ich melde mich zurück mit einem richtig coolen Song von Slowhand Clapton, Wonderful Tonight. Der schönste Love-Song, den es gibt. Okay? Jetzt werdet ihr der Todsicher denken, Scheiße, der ist doch verfickt schwer. Nein, ist er nicht. Okay? Hierfür brauchen wir nur drei Griffe. G. Ich glaube, ich brauche so Grundgriffe jetzt langsam nicht mehr näher beschreiben. Ich glaube, das kann man hier auch sehr gut sehen. Okay. D, den ihr jetzt langsam wirklich können müsstet. Sieht so aus. Der hier steht ganz unten. Okay. Und C. Der hier ist auf der vorletzten. Hier, okay? Das sind die Griffe. Zum Thema, die Reihenfolge wäre G. It's late in the evening. D. She's wondering what clothes to wear. C. Puts on her makeup. Nochmal D. Brushes her long blonde hair. Und wieder zurück zu G. Und dann. And then she'll ask me. Okay. C. D. G. Do I look all D? And I'll say C. You look D. Full to gay. Okay. Okay, wenn ihr bloß runterstreicht, reicht es. Okay. Also bloß rauf und runter. Okay, bloß immer dieser hier. Bloß rauf und runter, das ist ganz einfach. Noch tausendmal besser klingt das Ding, wenn ihr zupft. Okay. Wenn wir bei G sind, bei dem starten wir ja, zupfen wir hier die höchste Seite, quasi das tiefe E. Dann die dritte. Dann die zweite. Dann nochmal die dritte. Dann die höchste. Dann sind wir so weit. Dann noch mal die zweite. Entschuldigung. Dritte, zweite. Dann haben wir's. Macht es erstmal ganz langsam, okay? Kein Stress. So funktioniert Musik nicht. Okay? Kein Stress. Bei D. Gut, also das war unser G. Okay. Jetzt kommt das D. Da zupfen wir die vierte. Der Rest bleibt genau der gleiche. Okay. Und bei dem C die zweite.
und der Rest bleibt wieder genau der gleiche. Dann klingt das Ganze gezupft, nämlich nochmal 1000 Mal besser. Spielt es langsam, das ist kein schnelles Lied, okay? Okay? Und dann wieder mit unserem C. And then just ask me. Okay, jetzt kommen wir noch zu... Moment, mein Telefon klingelt. Ich bin gleich wieder da. Tja, sorry, das waren wichtige Geschäfte. Okay. Jeder, der diesen Song lernen will, fragt nach folgendem, ja, Riff. Kennt ihr bestimmt. Hier ist der 12. Bund. Da sind meistens 2 so kleine Punkte oben. 2. 2 diesmal. Okay? Wir starten im 12. Bund auf der 4. Seite. Entschuldigung, manchmal zähle ich so. Ihr werdet es schon kapieren. Auf der 4. Dann im 14. Bund auf der 3. Und die Seite runterziehen. Benden, okay? Dann die gleiche Seite nochmal im 12. Nochmal im 14. Dann klingt das so. Okay? Der zweite Teil beginnt fast genauso. Aber dann die dritte im 14. Dann haben wir schon das hier. Entschuldigung. Der dritte Teil beginnt noch mal genauso. Und dann zweite Seite 12. Zweite Seite 14. Die höchste Seite im 12. Und dann die gleiche Seite im 15. Entschuldigung. Die zweite Seite im 15. Okay. Dann geht's los. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. Puts on her makeup. Brushes her long blonde hair. And then she'll ask me, do I look alright? And I say, yes, you look wonderful.